Willkommen bei Bildner TV. Einsteiger in DATEV-Kanzlei Rechnungswesen scheitern oft daran, dass sie keine Felder für Soll und Haben finden. Was die Buchungstechnik bei DATEV-Kanzlei Rechnungswesen eigentlich bedeutet, was dahinter steckt und wie man mit ihr richtig bucht, das zeigen wir euch heute. Willkommen bei Bildner TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Mein Name ist Christian und bei mir im Studio ist wieder unser DATEV-Experte Günter Lenz. Günter Lenz ist Fachbuchautor und Dozent an der Kölner Wirtschaftsfachschule. Günter Lenz hat auch etliche Bücher zum Thema DATEV-Kanzlei Rechnungswesen geschrieben. Ja, Günter, wir haben etliche Kommentare von unseren Zuschauern bekommen. Es geht um das Thema Grundlagen der Buchungstechnik. Viele Zuschauer haben Probleme, das einzuordnen, ja, um das zu verstehen, um das Thema Konto, Gegenkonto, Soll und Haben. Wir wollen uns heute nochmal ausführlich damit beschäftigen, was denn eigentlich die Logik dieser Buchungstechnik ist. Ja, Günther, wie siehst du das? Ist das leicht zu verstehen, so als Einsteiger bei DATEV? Der Einsteiger hat halt eben bestimmte Grundlagen der Buchhaltung kennengelernt, die muss er natürlich im Vorfeld wissen und sollte erkennen. Und ja, dann fängt er immer an, innerhalb der Buchungsmaterie, dass er sowas wie Soll an Haben führt, ja, und Soll an Haben gelernt hat in der Schulbuchführung. Ja, und wenn er jetzt halt eben eine DATEV-Kanzlei Rechnungswesen vor sich hat, dann sucht er vergeblich ein Soll-Kontofeld und ein Haben-Kontofeld, ja. Und es gibt eigentlich nur innerhalb der DATEV-Buchungsmaske ein Feld, das Konto heißt, und das heißt, und es gibt ein Feld Gegenkonto und nicht ein Soll-Feld und ein Haben-Feld. Okay. Und genau das steckt halt eben, stellt gerade Anfänger in DATEV-Kanzlei-Rechnungswesen vor enorme Probleme, ja, weil sie halt eben genau das halt eben suchen. Ja. Und was da dahinter steckt, das schauen wir uns ganz genau anhand ein paar Basic-Beispielen an, ja, wo man natürlich erstmal das Basic, die Basis, verstehen muss. Und danach möchte ich das mal anhand eines Beispiels effektiv zeigen, warum das so gemacht ist und warum das so gemacht wurde. Und das Ganze kann man halt dadurch sehr schön auch plastisch sehen. Und das machen wir jetzt direkt und gehen direkt ins Programm und schauen uns das an. Ja, gerne. Gut, wir starten zunächst mal DATEV-Kanzlei Rechnungswesen. Und hier den Übungsmandanten Perm GmbH, das ist ja der entsprechende Mandant, der hier geführt wird, ja, um das halt eben dann die Buchführung durchzuführen. Und wir arbeiten hier mit dem SKR 04. Es gibt das Buch auch für SKR 03, aber von der Technik her ist es genau das gleiche. Wir gehen jetzt erstmal auf Belege buchen. Und ich möchte jetzt hier für über Belege buchen einen neuen Buchungsstapel anlegen für den Juni diesen Jahres, Juni 2020. Und jetzt hier gebe ich einfach nur als Text ein Buchungen Juni. Mehr brauche ich jetzt hier eigentlich in diesem Buchungsstapel nicht, weil uns interessiert ja in erster Linie die Buchungsmaske und das, was dort dargestellt ist. Die Buchungsmaske in DATEV hat also immer diesen Aufbau. Das heißt, ich habe zuerst meinen entsprechenden Betrag, einen Umsatzbetrag, den ich erfasse. Ja, und wenn ich diesen Umsatzbetrag erfassend habe, muss ich anschließend steuern, ob das Feld Gegenkonto im Soll oder im Haben gebucht wird. Oder ob das Feld Konto im Soll oder Haben gebucht wird. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Betrag angebe, ich gebe mal ganz bewusst hier 100 Euro ein. Und jetzt kommt das was ganz Wichtiges. Ich muss auf den Nummernblock einen Plus drücken. Ein Plus. So, und dann passiert Folgendes. Neben diesem Umsatzbetrag steht jetzt ein H. Das bedeutet, das Feld Gegenkonto wird jetzt im Soll gebucht. Und das Feld Konto im Haben. Okay. Das ist das, was wir jetzt hier stehen haben. Und das nennt man eine Habenbuchung. Ja.
Das heißt, jetzt kann ich genauso wie in der Schulbuchführung sagen, okay, da ist mein Sollkonto, hier gebe ich jetzt mein Sollkonto ein und da ist mein Habenkonto und da gebe ich jetzt grundsätzlich mein Habenkonto ein. Also mache ich doch immer Habenbuchungen. Mhm. Das hat aber damit zu tun, oder das ist nicht sehr effektiv, weil je nachdem habe ich ja auch schon mal Buchungen, ja, wo das Gegenkonto zuerst angesprochen wird und dann muss ich anfangen, die Buchungen zu drehen und von der Seite aus ist das sehr, sehr umständlich. Ja, deswegen gibt es halt eben die andere Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich möchte das Feld Konto im Soll buchen und das Gegenkonto im Haben. Mhm. Also das heißt, ich kann auch jetzt hier anstatt eine Habenbuchung eine Sollbuchung erstellen. Ich drücke also die Enter-Taste auf den Nummernblock, da gibt es die Enter-Taste. Ja, und jetzt passiert Folgendes, dass das Gegenkonto im Haben gebucht wird und das Feld Konto im Soll. Aha. Ja, okay, Soll, das ist natürlich nicht gleich ersichtlich für einen Einsteiger. Genau. Für einen Einsteiger ist das nicht gleich ersichtlich, richtig, weil der Betrag, den ich jetzt hier eingetragen, wird auf dem Konto im Soll gebucht, das andere Gegenkonto, deswegen heißt es auch so, im Haben. Ja. Mhm. Das ist eine Technik, die man zuerst mal verstehen muss. Und hier innerhalb der Schulbuchführung, innerhalb der Grundlagen, habe ich das hier auch nochmal dargestellt. Anhand dieses Beispiels das Ganze plastisch, damit man es halt eben auch sehen kann. Eine Sollbuchung, der Umsatzbetrag von 100 Euro im Feld Umsatz, anschließend Enter-Taste auf den Nummernblock. Ja, und dann geschieht Folgendes, dass das Feldkonto im Soll gebucht wird und das Gegenkonto im Haben. Also diese Beispiele kann man auch gerne nachlesen im Buch von Günter Lenz, Praxisnahe Finanzbuchhaltung mit DATEV, Kanzlei, ja. Rechnungswesen. Da sind alle nochmal für beide Kontenrahmen eben SK03 und SK04 aufgeführt. Ja. Ja, genau. Ja, hier unten ist auch die Erklärung dafür, warum das so ist. Ja, und das einmal gilt eigentlich für diese Habenbuchung und das gleiche habe ich nochmal gemacht für diese, für die Habenbuchung. Da habe ich das auch wiederum genauso aufgeführt. 100 Euro im Feld Umsatz. Anschließend die Plus-Taste auf den Nummernblock. Das bewirkt, dass der Betrag auf dem Feld Konto im Haben gebucht wird, das Gegenkonto automatisch im Soll. Das ist eigentlich eine Grundeingabe, die ich verstehen muss und die man jetzt hier als Anfänger natürlich zuerst mal genauso verstehen muss. Mhm. Wenn ich jetzt ein praktisches Beispiel ranziehe, mache ich das hier in diesem Video anhand eines Kontoauszuges. Und da sieht man eigentlich sehr, sehr schön, dass halt eben jetzt hier aufgeführt ist, der Kontostand alt. Mit der entsprechenden Bank. Der Bankkontostand hier, Sparkasse Koblenz ist das. Und hier haben wir zwei Lastschriftbeträge, die halt eben jetzt hier abgebucht werden. Einmal hier Miete Lagerhalle und einmal Kontoführungsgebühren. Und zum dritten habe ich halt eben jetzt auch hier noch Zinseinträge, ja, die jetzt hier eingegangen als Zinsgutschrift. Und die sollen jetzt gebucht werden. Und wenn ich jetzt halt jetzt die Schulbuchführung ranziehe, dann würde ich jetzt halt eben an buchen Mietaufwendungen. Die Frage, ob das gewerblicher und Miete ist, dann noch mehr Vorsteuerabzug unter Umständen. Mhm. Miete plus Vorsteuer an Bank, das wäre der entsprechende Buchungssatz. Kontoführungsgebühren, da gibt es natürlich keine Steuer. Ja, Kontoführungsgebühren an Bank. Und hier wäre der Buchungssatz Bank an Zinserträge. Mhm. Das sind dann die drei Buchungen, die hier getätigt werden. Und wenn ich das jetzt effektiv machen will, muss ich natürlich jetzt anfangen, das halt eben zu erfassen und einzutragen und gebe halt eben jetzt hier den entsprechenden Betrag ein. Also das erste waren halt eben jetzt hier die 590, glaube ich. Die 590 Euro Miete. Mhm. Ich mache jetzt eine Habenbuchung. Mhm. Warum mache ich das jetzt? Damit ich halt eben jetzt hier... Hier haben wir jetzt den Steuerschlüssel 9 wegen Vorsteuer und wir haben jetzt hier das Konto 6310, das ist Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter, mhm. In dem Falle, dass jetzt im Soll gebucht wird. Wir haben hier den Bankauszug Nummer 1 und das Datum 1.6.
das Konto 1800 für die Bank. Mhm. Also das heißt, der Buchungssatz heißt ja Mietaufwendung plus Vorsteuer an Bank. Und jetzt habe ich jetzt hier die Miete gebucht. So. Und jetzt ist das Ganze auch verbucht. Ja, so. Jetzt ist es so, dass man hier oben in der Prima Nuta sieht man jetzt Folgendes. 590 Euro wurden im Haben auf dem Feld Konto gebucht. Mhm. Ja, das Gegenkonto also dann demzufolge im Soll. Mhm. Das ist das, was man hier sieht. Und die zweite Buchung kann ich natürlich jetzt genauso machen. Ich kann jetzt auch die zweite Buchung tätigen. Das sind diese Kontoführungsgebühren, 9,80 Euro. Diesmal ohne Umsatzsteuer? Vorsteuer. Ohne Umsatzsteuer, beziehungsweise Vorsteuer. Hier das entsprechende Gegenkonto, das wären halt eben 68,55. Das ist das Konto dafür, Nebenkosten des Geldverkehrs. Bankauszug ist der gleiche geblieben. Datum bleibt auch gleich. Das heißt, das Konto wird geschleppt, so nennt man das in der Fachpraxis. Und auch hier wiederum das Bankkonto, ja, das bleibt auch stehen. Mhm. Hier schreibe ich nur noch hin Kontoführungsgebühren. Ja, so, jetzt können wir natürlich sagen, oh, das ist ja prima, das mache ich jetzt immer so. Ja. Das heißt, ich merke mir das, okay, ich mache grundsätzlich immer eine Habenbuchung, ja, und dann ist es ja so, dass ich ja immer richtig buche und dann kann ich ja genauso weiter buchen. Also wenn ich jetzt die Mieteinnahme tätige als nächstes, 651,03 Euro, mache ich auch wiederum eine Habenbuchung. Ja, jetzt muss ich aber schon anfangen umzudenken. Das heißt also, da wo Gegenkonto steht, da muss jetzt Bank stehen. Ja. Ja, da muss stehen Bankausdruck Nummer 1, das ist richtig. 1.6. stimmt nicht mehr, das ist 4.6. Und das Konto für die Zinserträge wäre jetzt das Konto 7100. Und mache das Ganze jetzt und übernehme das und habe die Zinserträge jetzt auch verbucht. Mhm. Ja, habe ich jetzt getan, habe ich getätigt. Stimmt mein Kontoauszug überein, stimmt überein, 35.039,35 Euro. Und das müsste auch im Kontoauszug stehen. Steht doch so da. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt noch mehr Kontoauszugpositionen habe, ich habe ja oft in der Praxis nicht nur 3 Kontoauszugpositionen, sondern unter Umständen 100, ja. Und auch einen größeren Kontoauszug. Und dann ist es natürlich so, dass ich halt eben dann, wenn ich jetzt weiter buchen will, dann muss ich natürlich wieder anfangen. Okay, wenn es jetzt ein Zahlungsausgang ist, dann müsste ich jetzt wieder anfangen, das umzudrehen. Ich müsste sagen, das, was eben noch weiter geschleppt worden ist, müsste ich wieder umdrehen. Ja. Ist eigentlich auch hier wieder dargestellt. Ich muss es wieder anfangen umzuschleppen. Also wenn ich jetzt nochmal weiter Miete buche von mir aus, ja, mit dem nächsten Bankauszug, 5.6. So, dann muss ich wieder hier anfangen, das Bankkonto zu drehen. Das heißt, ich muss also anfangen, das umzustellen. Ja. Und genau das ist eigentlich die entsprechende Bewandtnis, dass das einfach zu umständlich ist, wenn man in der Art und Weise vorgeht, sondern es ist besser, wenn man ja eine andere Vorgehensweise von, indem man halt eben jetzt hier, wenn ich halt eben einen entsprechenden Bankzugang habe, einen Zugang innerhalb der Bank, dass ich dann an der Stelle, wo hier das aufgeführt war, die letzte Buchung, also keine Habenbuchung erstelle, sondern eine Sollbuchung, weil dann wäre das gleich geblieben. Das mache ich auch jetzt, ich korrigiere das jetzt nochmal, weil das einfach zu umständlich ist, in der Art und Weise vorzugehen. Hier ist das Ganze nochmal. Ja, ich habe die Buchung gelöscht und jetzt mache ich Folgendes und schreibe uns jetzt die richtige Buchung dahin, 651,03 €. Mache jetzt aber ganz bewusst eine Sollbuchung, das heißt, ich drücke die Enter-Taste auf der Tastatur. Jetzt wird passiert Folgendes: Das Konto 1800 Bank wird im Soll gebucht, also das Gegenkonto dann demzufolge wieder im Haben und stelle jetzt hier das Konto Zinserträge ein und habe jetzt, der Rest kann ich übernehmen, das Datum war 4.6., kann das jetzt übernehmen und habe jetzt über eine Sollbuchung das getätigt. Diese 650,03 €, da steht jetzt daneben kein H, also würde das Konto, was jetzt hier angesprochen ist, ein Konto im Soll gebucht, das Gegenkonto dann demzufolge M haben.
Und das ist eigentlich so die effektive Art und Weise, wie ich hier vorgehe, dass ich halt eben dann das Konto schleppe und über diese Buchung, über diese Habenbuchung oder über diese Sollbuchung entscheide, ob die Bank jetzt weniger wird mit der Habenbuchung, also plus, oder ob die Bank mehr wird mit einer Sollbuchung, ja, dass die Bank in dem Falle zunimmt. Mhm. Ja, das ist nicht das, was dahinter steckt. Genau. Eigentlich ziemlich clever. Ja, genau. Es ist vor allen Dingen, spart das sehr, sehr viel Zeit, ja. Weil ich kann jetzt weitere 35 Positionen buchen, ja, Bankauszug, und ich entscheide immer wiederum lediglich mit der Buchung mit Betrag und Plus-Taste, also Habenbuchung oder Betrag und Sollbuchung, ob das Bankkonto abnimmt, also man Zahlungsausgang haben oder ob man Zahlungseingang haben. Mhm. Das geht eigentlich viel, viel schneller, wenn ich diese Buchungstechnik effektiv anwende. Mhm. Das muss dieses Bankkonto nicht immer wieder neu erfassen, sondern es bleibt stehen. Ja. Bleibt stehen. Genau. Ja, und das ist der Unterschied eigentlich auch zu anderen Programmen bezüglich DATEV. Ja? Also wenn man jetzt das Programm Lexware nimmt zum Beispiel, da gibt es ein Feld, was halt eben dann wirklich Sollkonto und Habenkonto heißt. Das hat aber genau diesen entsprechenden Nachteil, den ich jetzt auch gesehen habe, ja? Den man jetzt auch gesehen hat, dass ich, wenn ich jetzt einen Zahlungseingang habe, dass ich anfangen muss, die Konten zu wechseln. Und das dauert einfach viel, viel länger, als das, wie ich das jetzt hier eben gebucht habe. Und das geht dann viel, viel schneller. Und das ist eine ganz clevere Methode, ja, die man aber verstehen muss. Wenn man es verstanden hat, ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll, ja, damit zu arbeiten. Ja, super. Okay. Ja. Günther, herzlichen Dank, toll erklärt. Danke. Ich denke, das Video ist eines der wichtigsten aus unserer Reihe DATEV-Kanzlei Rechnungswesen. Man sollte sich dieses Video auf jeden Fall gleich zu Beginn ansehen, wenn man Einsteiger ist, ja, damit man mal verstanden hat, um was es überhaupt geht oder was die Grundlagen sind der Buchungstechnik. Ja, wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, bleibt einfach Abonnent bei uns oder abonniert uns, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch. Und es gibt noch viele weitere Videos von Günter Lenz zum Thema DATEV-Kanzlei Rechnungswesen. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.